Herzlich willkommen zum Thema Sync CRM Overlay. Wir schauen uns einmal das Overlay des Sync CRM-Systems etwas genauer an und sehen, wir haben hier verschiedene Reiter, die wir hier anklicken können. Unter anderem den Media Manager, die Kampagnen, Angebote, Mitglieder, Konto, Center, gekaufte Funktion. Diese werden wir übrigens in den separaten anderen Videos noch detaillierter ausführen. Dann, was willst du machen? Beispiele für Kampagnen oder Ideen, die man anklicken kann. Beste Angebote mit den meisten Einlösungen. Hier werden zum Beispiel Angebote angezeigt mit Statistik, welche Sie vielleicht für Ihr Bowling Center schon angelegt haben. Dann die Anzahl der Kampagnen. Wie viele Kampagnen sind aktiv? Welche werden bald gestartet? Wie viele Entwürfe wurden gemacht? Wie viele sind archiviert worden? Die Couponnutzung auch in einer Statistik im Prozentsatz angezeigt. Dann die Kontoverwaltung. Wie viele Center sind unter Ihrem System am Laufen? Wie groß ist Ihr CRM-Team, was sich mit dem System beschäftigt? Dann die E-Mail-Verwendung. Wie viele Mails in diesem Monat schon gesendet worden sind? Dann die Transaktion der gesendeten E-Mails, ebenfalls mit einer Statistikfunktion. Empfohlene Kampagnen. Welche Kampagnen vielleicht für Ihr Bowling Center interessant oder relevant sind, der Medienmanager, wie viele Dateien derzeit hochgeladen worden sind, Ankündigungen und Neuigkeiten, derzeit sind hier keine angegeben und die Systeminformation, nichts Neues, klicke hier, um ältere Nachrichten anzuzeigen. Das ist ein kleiner Überblick über das Overlay des Sync CRM-Systems. Die weiteren Videos findet ihr in unserer Playlist. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen.